Morgen. Mahlzeit, mein Lieber. Mahlzeit. Es ist 11:30. Ja, wir haben ja in Ruhe gefrühstückt. Wir haben uns heute ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil das Wetter hier auch noch sehr gut ist. Da hinten ziehen jetzt dunkle Wolken auf. Das ist auch angesagt, aber solange das Wetter noch gut ist, haben wir gesagt, werden wir das auf jeden Fall noch nutzen, weil fahren kann man auch bei schlechtem Wetter. Das ist nicht das Problem. Und dann haben wir auch noch geduscht, das hat sich auch noch gleich gut angeboten und deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Ja, heute haben wir uns halt mal Zeit genommen und zwei Fähren müssen wir nehmen heute. Richtig. Das ist das Ziel. Und bei der zweiten Fähre machen wir jetzt sogar wieder die Überkreuzung des Nordpolarkreises. Mal gucken, ob wir es erleben oder nicht. Ja, mal sehen, ob sie es ansagen oder mal sehen. Vielleicht ist es auch unspektakulär auf der Fähre. Wahrscheinlich wird es unspektakulär sein. Außer es ist irgendwo so ein... Stein, wo ein Globus drauf ist. Dann wäre es natürlich wieder spektakulär. Wir werden es sehen. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier noch die Aussicht genossen. Ihr hoffentlich hier auch noch einen kleinen Moment, während wir das Video hier gedreht haben. Und ja. Die Aussicht. Ach, ja. Okay. Ich meinte nicht dich. Was? Ja, alles gut. Ja, auf jeden Fall sehen wir uns dann später wieder. So sieht's aus. Bis dahin. Tschüss. Hallo zusammen. Ja, es sind... Ich glaube, knapp eine Stunde später. Ja, so ungefähr. Wir sind aber, glaube ich, 15 Kilometer nur weiter. Ach, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, liegt daran, wir warten hier auf eine Fähre, die gerade auch ihre Mittagspause macht. Haben sie auch verdient. Die steht da hinten irgendwo. Weiß nicht, ob man sie sehen kann. Lass mal gucken. Ja, die da. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall sollte sie um 12.30 Uhr laut Plan eigentlich fahren. Gehen wir nicht mehr davon aus, weil dann hätte sie schon längst Lust. Naja, ich glaube, jetzt startet sie gerade, oder? Könnte hinkommen mit 10 Minuten oder sowas, wird die hier sein. Hoffen wir mal. Genau. Ja, dann sind wir mal gespannt. Mo i Rana ist heute unser Ziel. So ein bisschen drüber, genau. Also so der First Stop, vielleicht geht es noch weiter. Das kommt aber ganz oft darauf an, wie gut der Stefan noch fahren kann. Mhm. Ob er noch Bock hat, noch weiter zu fahren. Oder halt nicht. Da lassen wir uns mal überraschen. An sich, die Aussicht, die ist schön. Ja, wir genießen die Sonne. Von daher, die ist ja noch da, bevor sie dann später dann nicht mehr da ist. Also von daher, genau. Vielleicht das Ziel, was wir uns schon ein bisschen ausgeguckt haben, hat morgen auch noch ungefähr ein bisschen Sonne. Müssen wir mal gucken. Also vielleicht haben wir Glück, dass wir wenigstens noch mal einen Tag länger haben. Weil dann soll es vorbei sein. Ab Sonntag ist eigentlich nur noch überall Regen, Regen, Regen. Zwischenzeitlich mal, glaube ich, Mittwoch habe ich mal wieder so einen Sonntag gesehen. Mhm. Aber sonst Regen, Regen, Regen. Ja, das kann leider, sagt die Wetter-App nicht genau, was das an Regen ist. Ob das nur ein bisschen morgens ist oder abends. Das ist ein bisschen schlecht in der App, die wir haben. Wobei ich die andere App auch nicht genutzt habe, fällt mir gerade ein. Aber wird glaube ich genauso sein. Genau. Und nein, sie ist immer noch nicht losgefahren. Naja, wir warten ab. Es wird schon. Ja, auf jeden Fall haben wir hier eine sehr internationale... Bereich hier. Wir haben Spanier, wir haben Franzosen, weitere Deutsche, Norweger, Finnen und den Rest da hinten kann ich Holland, Niederländer haben auch noch dazu. Also es wird eine sehr Multikulti Fährüberfahrt auf jeden Fall werden. Aber ist ja auch cool. Ja. Ja. Das wollten wir euch mal mitgeteilt haben. Wir melden uns später wieder. Bis später. Bis dann. So, wir stehen schon wieder und warten schon wieder auf eine Fähre. Und zwar diesmal in Jedwick, glaube ich, heißt dieser Ort. Und wollen irgendwie zum Kilpornhamn, keine Ahnung, ich blende euch das mal ein. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf. Ich auch nicht. Wir haben jetzt circa noch eine Dreiviertelstunde Pause, weil dann kommt die Fähre erst. Okay, wahrscheinlich kommt es ein bisschen früher, aber wir haben jetzt mindestens eine halbe Stunde Pause. Das heißt für uns... Brotzeit. Wir essen lecker Brot mit dieser Servalatwurst
Und jetzt wisst ihr, warum wir diese Lok- und Lok-Dosen so genial finden, weil kleine Dose, weil das war eine Riesenpackung. Und jetzt haben wir die in so eine kleine Dose eingepackt. Deswegen sind Kühlschrank nicht rausfallen aus der Tür. Genau. Ideal. Ja. Jo. Ich denke mal, wir melden uns entweder von der Fähre, weil die dauert anderthalb Stunden. Das heißt, die wird mal wieder so ein bisschen, dass man, glaube ich, hochgehen kann. Denken wir mal. Oder wir melden uns nach der Fähre. Lasst euch überraschen. Bis dahin. Vorstellen. Der Globus. Der Globus. Und da ist dann wieder gleich der Polarkreis zu Ende. Das heißt, dann sind wir wieder unterhalb des Polarkreises. Genau. Unterhalb der Antarktis. Aber man sieht es ja einigermaßen, auch wenn die Qualität vom Video wahrscheinlich jetzt ein bisschen schlechter ist, aber. Was hat er gesagt zur Midnight Sun, also zur Mitternacht, ab hier geht dann die Sonne nicht mehr um unter, wenn es. Na, auf der Südtunnel. Auf was? So, jetzt sind wir drüben. Ja, das heißt, jetzt sind wir wieder unterhalb des Polarkreises. Hier geht die Sonne wieder runter. Genau. Endlich wieder Nacht. Yeah! Wir freuen uns. Wobei wir die Sonne wahrscheinlich vermissen werden. Ja, wohl nachts ist es ja vorher auch gewesen, nur dass es halt nicht so wirklich dunkel wurde. Genau. Gut, das wird es gewesen sein. Und dann bis zur Sommersonnenwende. Jetzt hab ich's. Ja, was auch immer du labern wolltest. Ja, ich wollte sagen, hier, ab hier geht die Sonne nicht mehr unter zur Sommersonnenwende. Genau. Und ab jetzt geht sie wieder unter. So sieht's aus und jetzt machen wir Schluss, weil wer weiß, wie die Qualität wird. Ahoi, ihr Bergwanderer. Hui. Ja, sind nochmal einen Berg erklommen, als wenn wir gestern nicht genug gelaufen wären. Aber die Aussicht, die wir hier haben auf den Stellplatz, das ist so ein Parkplatz, den wir bei Park for Night gefunden haben. Wir blenden es euch mal gerade wieder ein. Ist Hammer. Einfach nur grandios. Und wie ihr das ja jetzt kennt, wir labern, aber dazu machen wir was. Wir zeigen es euch. So, jetzt habe ich die mal auf zweifach Zoom gleichgestellt, weil da hinten sind doch die Berge noch ziemlich weit weg. Aber schneebedeckt. Genau. Also, man kann eins sagen, sehr schön hier. Klar, musste hier hochwandern. Sobald der Herr sagt, wenn er mich sieht. Jetzt sehen wir dich. Was er auch immer damit sagen will, aber... Da hinten, wo ich hingezeigt habe, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit... Schweden.
Genau, nicht mehr Norwegen. Richtig. Ja, also ganz nah an der Grenze sind wir. Ja, ich denke mal, wir werden gleich erstmal was zum Essen machen, umräumen. Ja. Und naja, mal sehen, was der Abend so bringt. Was willst du denn noch sagen? Weiß ich nicht. Ja, das ist ja schön. Ich habe da gerade was entdeckt. Guck mal da hinten. Vielleicht ist es doch nochmal ein Umstellen nötig. Aber das werdet ihr dann sehen. Ja. Das schauen wir uns jetzt mal selber an und melden uns dann nochmal. Alles klar. Bis dann. Meine Lieben, wir haben es kurz nach 9 Uhr und von der Planänderung der Planänderung in die Planänderung. Wir blenden euch gerade mal ein Bild ein, wie das Wetter in Norwegen ist. Und wie ihr das seht, ist das ganz schön regnerisch. Egal ob Stavanger, ob Bergen, ob Geiranger oder ob Morirana, wo wir jetzt herkamen, überall Regen, Regen, Regen. Tja. Wir dachten, wir fahren jetzt einfach dann über Schweden zurück, weil das ist ja da in 11 Kilometer, nicht mal, glaube ich, 3-4 Kilometer entfernt, die Berge, das ist Schweden. Tja, und dann hat der Stefan gesucht und irgendwie an keiner der Strecke, die wir hätten fahren wollen, gab es Frischwasser. Und auf Frischwasser sind wir angewiesen, wir haben noch ein paar Tage. Wenn wir genau sind, haben wir eigentlich noch genau eine Woche jetzt, die wir fahren wollen. Das schaffen wir mit dem Wasser nicht. Also heißt es für uns, wir fahren doch nicht nach Schweden, sondern wir bleiben nochmal in Norwegen, fahren jetzt die ganze Strecke runter bis Oslo und dann vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, geht es von Oslo über Göteborg und dann Richtung Malmö, Kopenhagen. Da lassen wir uns aber nur überraschen. Vielleicht geht es doch über Kristiansund, aber da sind wir momentan jetzt völlig spontan. Auf jeden Fall geht es doch weiter Richtung, was ist das? Südnorwegen. Und wir sind einfach mal gespannt, wo wir morgen landen. Wir wünschen euch einen schönen Abend und sehen uns morgen wieder hier bei Kreuzfahrtbulli. Ciao, ciao. Guten Morgen, liebe Nation. Guten Morgen. Wir haben Samstag, den 10. August 2019 und wir haben sehr, sehr, sehr gut geschlafen. Ja, es war sehr ruhig hier. Dadurch, dass es eine Strecke gesperrt ist, fuhr hier in der Nacht gar kein Auto. Genau. Würde ich jetzt mal sagen. Also, wir haben gestern Abend noch Besuch bekommen. Es ist noch ein Camper aus Borken dazugekommen. Der hat gerade seine, ich würde sagen, auf dem Grill seine Brötchen aufgebacken. Würde ich mal jetzt einfach behaupten, weil das sah danach aus. Tja, Camperherz, was willst du mehr, ne? Genau. Ja, und wir werden jetzt, wie man sieht, lecker frühstücken. Und es gibt immer der Standard Ei mit Schinken. Weil das gehört irgendwie zum Frühstück dazu. Und naja, dann werden wir den Tag heute wunderbar genießen und schauen, was er bringt. Wenn wir mehr wissen, melden wir uns wieder. In diesem Sinne erstmal guten Appetit. Ja, und schon sind wir wieder da, weil gestern wollten wir euch ja noch was sagen. Auf dem Berg hat Stefan einen anderen Platz entdeckt als der, der bei Park 100 ausgeschildert ist. Und da sind wir hingefahren und wir müssen sagen, ja, der hat einen Reiz, aber da stehen so viele Schilder und alle auf Norwegisch und das können wir einfach nicht übersetzen. Und
Parkführerneid, den hat auch keiner da hinterlegt. Wir gehen davon aus, ich glaube, man sollte da nicht übernachten. Deshalb haben wir das nicht getan. Wir sind wieder auf unseren Stammplatz zurückgefahren. Und ich glaube, die Entscheidung war auch nicht die schlechteste. Wollten wir euch noch gesagt haben, bevor wir das wieder vergessen, weil wir vergessen natürlich auch so viel. Aber wir sind ja im Urlaubsmodus. Wir dürfen auch vergessen. Ja, es geht jetzt los. Wir werden jetzt in Richtung Südnorwegen wieder fahren. Heute versuchen wir ein ganzes Stück mal wieder voranzukommen. Wir werden jetzt als erstes einen Zwischenstopp machen. Und zwar wird das bei unserer Wassertankstelle sein. Die ist ungefähr in 127 Kilometern. Das sind ungefähr 1 Stunde 45. Wahrscheinlich ein bisschen länger, je nachdem, wie viele Schnecken man vor sich hat. Und dann heißt das erstmal Wasser tanken. Und wenn wir da fertig sind, dann geht's weiter Richtung Süden von Norwegen. Wir machen einen kleinen Stopp und tanken, aber nicht das Sprit, damit das Auto brumm brumm macht, sondern wir tanken Wasser, damit wir ein bisschen sauber sind. Das ist ja auch was Feines. Den Platz haben wir gefunden bei Park4Night. Den blenden wir euch jetzt auch noch mal ein. Und hier, Moment, ich muss weiter zurückgehen, da ist er. Frischwasserentsorgung, alles mit dabei. Also, und das gratis. Er gehört zum Campingplatz, aber man darf ihn wohl so benutzen. Zumindest steht so bei Park4Night. Wenn nicht, müssten sie es mal reinschreiben. Ja, wie gesagt, geht aber wunderbar. Wir haben jetzt, wie viel Liter schon drin? Aktuell 35. 35 Liter, das geht hier rucki zucki. Das ist natürlich wunderbar. Ja, und danach geht es, wenn das Navi uns letztlich sagt, es dauert Stunden, also es dauert Stunden, aber nicht, sagen wir mal, 8-9 Stunden, dann wird der nächste halt Trondheim. Da wollen wir dann wieder hin. Wie gesagt, es geht ja leider wieder zurück. Wir können nicht weiterfahren, noch höher in den Norden, weil irgendwann müssen wir die ganze Strecke zurück. Der Tag ist also heute eigentlich angebrochen. Es geht zurück und mal gucken, was wir noch so erleben. Möchte der Herr Stefan auch noch was sagen oder ist er völlig... Nee, alles gut. Weißt du, wir fertig? Ja. Schon voll? Schon voll. Kannst abdrehen. Mein Gott, da muss ich mich aber beeilen hier.